Sorry, I'm on love. So, Dirk hat gerade gesagt, wir haben einen ganz prominenten Kameramann, der deutsche Fernsehpreisträger. Hoffentlich hat er eine ganz, ganz ruhige Hand. Andi, gratuliere zu Platz 3, der zweite Sprung und der ganze Wettkampf war da nochmal richtig gut heute, oder? Das kann man nur genießen, oder? Ja, absolut. Also vor allem Heimspringen, dann ein Abschlussbewerb auch noch von der Vierschanzentournee und so eine Riesenstimmung mit österreichischen Erfolg. Das ist ganz was Besonderes und taugt mir voll, heute nochmal am Stockholm zu stehen. Und das werde ich die Stimmung auch aufsaugen und mitnehmen in den nächsten Springen. Du sprichst gerade an, wo ist das nächste Springen? Gehst du nach Harakov? Gehst du nach Japan? Harakov nicht, Japan schon. Und heute Abend gibt es noch eine kleine Feier, kann man das verraten? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der Vierschanzentournee-Sieger, das kann man schon feiern, das ist dann verdient, würde ich sagen. Und ja, schauen wir mal, ob wir das nächste Jahr wieder so weiter erziehen. Ja, wie wird gefeiert? Kannst du einen kleinen Einblick geben? Du hast ja letztes Jahr gewonnen. Da musst du dem ganzen Team einen ausgeben oder sagt der ÖSV großzügig, ihr könnt alles trinken, was ihr wollt, das geht auf unsere Rechnung oder wie sieht das aus? Ja, der ÖSV ist normal immer großzügig und deswegen werden wir wahrscheinlich ein Bier auf dem ÖSV trinken. Also brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass es an euer eigenes Preisgeld geht. Nein, das passt schon. Das war nicht das Thema. Also das Wichtigste ist, dass wir zusammensitzen, dass wir nochmal ein bisschen die ganze Stimmung und alles ein bisschen Revue passieren lassen. Und das tun wir auf alle Fälle und vor allem ja, ein paar Stunden wenigstens genießen, nochmal gemeinsam. Es kann schon ein bisschen ausklingen lassen. Gut, dann wünschen wir euch viel Spaß beim Feiern, lasst es krachen und dann natürlich gute Reise nach Japan und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön, danke, danke. ESA, macht es gut. Wir geben uns Mühe. Passt, ciao. Wir waren stets bemüht. Passt, ciao. Keine Wü-